ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Skigymnastik Winterfitness. Heute mit Rutschpartie. Heute wird's ein bisschen wackelig, vielleicht. Aber wenn wir wackeln, dann trainieren wir. Dann trainieren wir nämlich genau die Muskeln, die wir benötigen, wenn es glatt wird. Denn wenn es glatt wird, dann springen Muskeln an, die wir unwillkürlich aktivieren. Das heißt, wir werden nicht überlegen, ich möchte jetzt meinen tiefen Bauchmuskeln, meine tiefen Rückenmuskeln anspannen, sondern das passiert unwillkürlich und zwar kurz bevor wir uns schon bewegen. Also wir schützen uns damit wirklich. Also wir schützen die Gelenke, unsere Wirbelsäule, unsere Bandscheiben. Also ganz ein wichtiges Training. Mach immer so mit, wie es für dich geht und du bist genau richtig, wenn du wackelst. Aber wenn du das Gefühl hast, du kippst jetzt um, dann ist der Impuls etwas zu viel, dann gehst du wieder einen Schritt zurück und machst das Training etwas vereinfachter, okay? Viel Spaß, richte dich auf. Natürlich wärmen wir uns auch ein bisschen auf. Brustbein anheben, Schultern ganz locker nach hinten, unten fallen lassen. Schau mal, dass deine Knie etwas durchlässig sind, gebeugt sind und dann kreist du die Schultern rechts und links zurück. Darfst auch die Brustwirbelsäule mitbewegen. Schau, dass deine Knie nach vorne zeigen und werde auch etwas größer jetzt, indem du die Ellbogen mitnimmst. Dein Atem fließt. Sehr gut. Nochmal kleiner werden, nochmal die Schultern zurückkreisen. Und das geht, machst du einfach weiter hier und jetzt kommst du mit den Beinen dazu. Und zwar immer, wenn du eine Schulter zurückkreist, dann drückst du vom Vorderfuß über die Ferse dein Bein tief. Und zwar in der Außenrotation, also leicht in die Grätsche gehen, runterdrücken, Schultern zurück. Von oben leise landen. Das Abfangen nach unten ist nämlich auch wichtig, wenn wir irgendwo tatsächlich mal stolpern. Und dann lässt du die Schultern entspannt, die Arme fallen einfach mal so mit. Immer in deinem Tempo, in deiner Bewegungsweite. Und kleiner werden und deine Füße am Platz abrollen. Ruhig so ein bisschen locker, darf auch etwas schneller sein. Fußgelenke, ein bisschen aufwärmen, dann kleiner werden, gehen. Nimm kurz einen Rhythmus dazu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mach einfach mal mit. Und hoch, genau. Und immer wenn du hoch gehst, nimmst du jetzt gleich den gegenüberliegenden Ellbogen mit. Hoch, 1, 2, 3, hoch, 1, 2. Sehr gut. Beide Gehirnhälften verknüpfen miteinander. Wir wieder rechte und linke Seite zusammen bewegen. Geh so weiter. Und die Arme, die gehen erst mal nach unten. Und immer wenn jetzt das Knie hochkommt, gehen sie hinter den Kopf. Hopp. Ellbogen sind aber ruhig ein Stück nach vorne zeigend. Und wenn du möchtest, dann gib mit dem Hinterkopf ganz leichten Druck in deine Hände. Dann merkst du schon, wie du dich aufrichtest, größer wirst. Sehr gut. Wenn du hier Druck gibst, wird auch deine Körpermitte gleich aktiv
ohne dass du es eigentlich merkst. Dann halte das rechte Bein oben. Stopp, ich mache es so ein bisschen seitlich. Wenn es dir zu wackelig ist, halte dich irgendwo fest oder lass die Arme hier, okay? Schultern entspannt. Und jetzt geht dein Bein nach hinten, nach außen, vorne. Mobilisiere dein Hüftgelenk und bring dich gleichzeitig aus der Balance. Und dann kommst du wieder in das Gehen. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Super. Vielleicht fühlt sich jetzt auch die Seite schon im Vergleich zur anderen Seite anders an. Halte oben, stopp. Und nimm das Bein wieder nach hinten, nach außen. Druck mit dem Kopf in die Hände. Einmal noch und zurückkommen, lösen, Arme locker lassen und wir trippeln ein bisschen schneller. Komm, komm, komm. Hier nimmst du auch wieder einen Rhythmus, wie jetzt gerade eben. Eins, zwei, drei, nur wird es jetzt schneller. Tak, 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 genau. Und immer wenn du diese kleinen Schritte machst, gehst du von einer Seite zur anderen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Genau. Hältst einen Moment inne. Noch einmal, halte, stopp, halte, aufrichten, rück auch die Hände noch einmal hinter den Kopf, Knie hoch und jetzt schiebst du dein Bein nach unten und nach außen und gehst mit deinem Oberkörper zur Seite. Jetzt komm nochmal zur Mitte, Knie, dynamisch nach oben, merkst du dann die Mitte und nochmal zur Seite, nochmal und zur Seite. Da wackeln. Und trippel noch einmal darüber. Eins, zwei. Und wechseln. Gut. Du kannst jederzeit dann immer auf dem Boden auftippen. Es ist leichter, wie wenn du immer in der Luft bleibst, natürlich. Halte, stopp, aufrichten, Knie hoch und zur Seite, dynamisch. Die Seite ist bei mir etwas einfacher, bei dir. Es darf immer wackeln. Nochmal Seite und locker hüftbreit bleiben. Und die Arme locker durchschwingen. Die Beinkraft hast du auch gespürt. Also immer wenn du wackelst heute, bist du genau richtig. Wenn du jetzt hier locker durchschwingst, lass dich rund werden und komm hoch. Ein Bein hochheben, kurz die Balance finden. Nochmal rund und andere Seite. Und rund und lang. Rund und lang. Wichtig ist locker und Spannung.
Merk mal den Unterschied. Wie fühlt sich's an, wenn du locker bist? Und dann, wenn du die Spannung wieder aufbaust. Dann bleibst du mit einem Bein hier und jetzt gehst du mit dem Fuß so weit wie möglich nach vorne. Spür deine ganze Vorderseite. Tippe, als wenn der Boden ganz heiß wäre oder eiskalt. Und tippe nach hinten so weit wie möglich. Nochmal nach vorne und so weit wie möglich nach hinten. Geht noch. Noch zweimal. Das Bein wird heiß, ich weiß. Und dann nimmst du das Bein zurück, stellst das hinter das andere Bein. Ich komme mal zu dir. Auf einer Linie richtest dich auf. Hast das Gefühl, du stehst gleichmäßig auf beiden Füßen. Arme seit und ein Arm kreist vor. Sehr gut. Andere Arm kreist nach hinten. Und natürlich versuchen wir das Ganze gleichzeitig. Du kannst auch ein bisschen breiter aufstellen. Und zur Mitte. Sehr gut. Beine hüftbreit und locker durchschwingen, Bein heben, halten. Locker durchschwingen, Bein heben, halten. In deinem Tempo. Dann hältst du das andere Bein jetzt hinten. Weißt du noch, was du für eins hattest? Schon, oder? Und jetzt gehst du auch hier auf den eiskalten Boden und nach hinten so weit wie möglich. Ein bisschen noch. Zweimal vor und zurück. Letztes Mal. Und hinten halten dein Bein und auf einer Linie stehen. Ist nicht einfach. Aufrichten. Spannung im Bauch. Rechter Arm geht jetzt nach vorne. Sehr gut. Linker Arm nach hinten. Nacken ist entspannt und die Krone auf deinem Kopf sitzt. Gut. Gleichzeitig nach hinten, nach vorne. Und locker lassen, Füße hüftschmal aufstellen und einen Moment hineinspüren. Stehst du stabil, verwurzelt? Sehr gut. Also immer wenn wir ins Instabile, Labile kommen, wird unser Körper stabil. Dann müssen wir stabil sein, ohne dass wir das willentlich wirklich besonders gut ansteuern können. Also es muss geübt werden, wenn wir uns auch im Winter auf Glatteis bewegen. Und das wird so sein, wenn das Wetter kalt ist. Jetzt kommst du ganz nach hinten auf die Matte, machst deinen Rücken gerade, komm nach vorne und
Versuch jetzt ruhig erstmal mit der einen Hand, dann mit der anderen nach unten zu kommen. Komm wieder zurück, kannst dich auch zurückdrücken und wieder hoch. Dann mit der anderen Seite starten, tief nacheinander und dann auch wieder zurück und aufrichten. Und vielleicht klappt es ja, dass du beide Hände gleichzeitig nach vorne nimmst. Also abfangen. Zurück und aufrichten. Und nochmal tief abfangen. Zurück. Ganz wichtige Kraft. Gerade auch die Kraft in den Handgelenken. Und du merkst bestimmt, wie deine Körpermitte auch anspannt. Und zurück. Nochmal. Zurück. Nochmal. Und dann bleibst du vorne und kommst auf die Knie nach unten und erstmal deinen Rücken runden, in alle Richtungen bewegen. Wenn du möchtest und du deine Handgelenke noch so ein bisschen bewegen willst, ruhig mal durchbewegen, lohnt sich immer, finde ich, die Handgelenke weich und beweglich zu machen, indem du einfach mal in alle Richtungen sie aufdehnst. Und dann kommst du zurück, Hände unter die Schultern, Knie unter die Hüftgelenke. Du holst dir dein Brustbein nach oben in Richtung Decke. Aktivier den Bauch, indem du Ich sagst und den Bauchnabel nach oben holst. Stell die Fußspitzen auf und jetzt gibst du mit der rechten Hand und mit dem linken Knie und Unterschenkel und Fuß Druck in den Boden. Dann wechselst du, ausatmen, linke Hand, rechter Fuß, Druck, wechseln, Druck, immer diagonal den Druck aufbauen. Das sind die tiefen Rumpfmuskeln. Jetzt kannst du zusätzlich die Knie vom Boden lösen, immer noch Druck. Und die Seite, die jetzt leicht wird, versuchst du jetzt immer anzuheben. Und wieder ab. Und wieder ab. Hier wird es instabil, oder? Letzten. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, absetzen. Handgelenke lockern, die haben es wirklich verdient. Richtig ausschütteln. Und dann kommst du auf deine Knie. Knie unter deine Hüftgelenke zuerst, dann die linke Hand nach unten. Rechtes Bein lang. Und jetzt heb das Bein rück ab. Die ganze Seite hier ist ganz wichtig. Gesäß, Außenseite, Oberschenkel für Stabilität, seitliche Stabilität. Nimm den Arm nach oben und beuge jetzt mal dein Bein und nimm die obere Hand so tief wie es geht. Vielleicht gehst du kurz runter und dann kommst du wieder hoch, streckst das Bein und öffnest. Gleich nochmal. Tief, Blick mitnehmen und wieder nach oben. Nur einen in die Rotation, die Faszien aufdehnen, die Kraft in der Seite halten, super lösen, absetzen, andere Seite. Sehr gut. Gleich nochmal hochkommen, Knie unter die Hüftgelenke, jetzt den rechten Arm tief setzen, das linke Bein lang,
Gleich wieder Körpermitte spüren, Bein hoch, beugen, Oberschenkel bleibt da oben. Die Hand geht in Richtung Boden. Und dann merkst du, eine Seite ist einfacher, oder? So zu drehen. Hoch das Bein. Einmal noch langziehen und wieder hoch und entspannen, absetzen, hinsetzen und einen Moment den Rücken richtig rund nach vorne hängen lassen, wirklich ganz locker. Aufrichten, Oberschenkel fassen. Jetzt versuchst du, dein Brustbein auch zu heben und deine Beine mal anzuheben. In die Balance. Stell dir vor, du gehst Schlitten fahren und du könntest jetzt auch wirklich so halten. Mach mit, wie es geht. Wenn du kannst, Arm hier vor und einfach nur halten. Vielleicht hast du schon mal gemacht oder möchtest es probieren, komm tief, Kopf bleibt in der Luft und dann ziehst du dich aus deiner Mitte wieder nach oben. Es muss nicht sein. Tief balancieren und wieder nach oben kommen. Nochmal. Es darf wackeln. Einmal noch, nur wenn es geht. Und langsam in die Rückenlage rollen. Klein werden einen Moment. Nacken entspannen. Super. Richtig lockern. Dann lässt du nacheinander deine Füße auf dem Boden wieder aufstellen. Ganz eng zusammen die Füße. Gut. Und dein Steißbein Richtung Fersen schieben, roll dein Becken ganz langsam auf, bis du hier oben maximal bei deinen Schulterblattspitzen angekommen bist. Dann bleibt dein Becken stabil und jetzt hebst du einmal rechts, einmal links vom Boden ab. Versuch dich auszubalancieren in der Mitte, dein Becken ruhig zu halten. Unterer Rücken, Gesäß, Rückseite, Oberschenkel. Ganz wichtige Kraft rund um die Hüftgelenke, die Muskulatur. Gehört mit zur Core-Muskulatur, die uns gut stabilisiert im Alltag. Noch 7, noch 6, noch 5, 4, 3, 2, einen ganz langsam abrollen und auslockern, fleißig. So richtig ausschütteln die Beine. Nimm dein rechtes Bein knapp unterhalb vom Knie, ziehst zu dir her. Streck's langsam Richtung Decke, egal wo du es fasst, Ober- oder Unterschenkel. Versuch so ein bisschen in die Hände zu drücken. Spannung. Dann atme ein, lass locker, atme aus und zieh ein Stück näher her.
Sehr gut, Unterschenkel fallen lassen, das andere Bein strecken. Und jetzt ziehst du vielleicht dein Becken so ein bisschen nach rechts rüberlegen. Ist ein bisschen einfacher. Und dein Knie auf die Gegenseite ziehen. Schultern bleiben unten. Knie muss nicht auf den Boden. Ausatmen. Tiefer sinken. Hineinschmelzen. Wieder vorsichtig zurück, Bein aufstellen, anderes Bein ranziehen, erstmal gebeugt und dann langsam ein zweiter Ober- oder Unterschenkel fassen und in die Hände schieben. Druck, Druck, Druck. Einatmen, lösen, ausatmen, ein Stück weiterziehen. Locker lassen, Bein strecken, vielleicht dein Becken ein kleines Stück zur Seite bewegen, Knie mit der Hand auf die Gegenseite, Schultern unten lassen und das Knie muss nicht auf den Boden. Schau mal, wie weit es für dich passt. Teste aus, ob du höher oder tiefer mit dem Knie sein möchtest. Und komm dann langsam wieder zurück. Füße aufstellen. Breiter ist die Grätsche. Becken wieder in die Mitte. Und die Knie nach rechts, nach links bewegen. Hüftgelenke bewegen. Da sollten wir unbedingt auch beweglich sein. Für einen gesunden unteren Rücken und für gesunde Knie. Also die Hüftgelenke, das lohnt sich immer, die durchzubewegen. Dreh dich auf eine Seite und komm über die Seite gleich hoch. Noch nicht ganz aufstehen, lass dir so ein bisschen Zeit. Und komm auf deine Knie oder auf deine Füße und Hände. Und dann stützt du dich auf die Oberschenkel und rollst dich Wirbel für Wirbel ganz langsam nach oben. Zeit lassen. Aufrichten. Super. Auslockern. Wie fühlst du dich? Fest verwurzelt, oder? Hoffentlich. Atme ein, streck dich, atme aus und lass nochmal locker. Nochmal einatmen. Ganz lang strecken, rechts und links. So richtig lang ziehen. Morgen gibt es übrigens einen Einkehrschwung. Jetzt atme aus. Jetzt kommt der Test. Ein Bein fassen, Knie zusammen und den Fuß in die Hand schieben. Oberschenkel hier vorne dehnen. Wechseln. Super. Andere Seite. Knie zusammen, Fuß in die Hand schieben. Po anspannen. Sehr, sehr gut. Fleißig. Wieder lösen. Lockern. Ausatmen. Schultern tief. Einatmen. Nochmal hoch. Aus tief. Ein. Letztes Mal. Lass die Schulter nach hinten unten fallen und entspanne dich. Vielen, vielen Dank. Wenn du möchtest, natürlich unbedingt morgen dabei sein. Morgen gibt es den Einkehrschwung. Und wenn du Lust hast, lade noch jemanden ein, sich mitzubewegen. Du findest die ganze Playlist übrigens da oben bei dem Infopunkt. Du findest sie auch auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists.
Wenn du da reinschaust, dann findest du alle Videos nach Themen geordnet. Wenn du Lust hast, abonniere meinen Kanal, das ist kostenfrei. Vielleicht hast du auch Lust, meine Arbeit wertzuschätzen. Natürlich auch vielen Dank an die, die das bereits tun. Der Link ist unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Und wenn du da drauf klickst, dann könntest du auswählen, mit wie viel im Monat du das tun möchtest. Zum Beispiel 2,50 Euro oder 5 Euro oder 10 Euro oder 20 Euro oder 50, was es dir halt im Monat wert wäre. Vielen, vielen Dank. Oder ganz einfach so bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Und denk immer mal wieder daran, dich aus der Mitte zu bringen, irgendwo zu balancieren oder auf einem Bein zu stehen. Dann trainierst du die wichtige Reaktionsschnelligkeit unserer tiefen Muskeln. Also, bis zum nächsten Training, vielleicht ja bis morgen.